Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von War on the Sea. Leute, in der letzten Folge haben wir den Geleitzug ein weiteres Mal, oder nein, so kann man das nicht sagen, wir haben den Geleitzug, welcher sich momentan hier befindet, das erste Mal angegriffen und haben es geschafft, ohne eigene Verluste zwei der Frachter zu versenken mit den Kate-Bombern, welche hier noch vor Ort sind. Die werden jetzt erstmal zurückverlegen zur Suikaku und ja, dann werden wir mal schauen, wie wir weiter vorgehen. Bevor wir jetzt mit dem Spiel starten, möchte ich gerne auf zwei Kommentare eingehen. Ein Kommentar hat eine Frage und der andere Kommentar hat einen Hinweis. Der erste Kommentar, ich gehe jetzt erstmal auf die Frage ein, und zwar, ob alle amerikanischen Einheiten, die mit dem neuen Update hinzugekommen sind, ob die sofort zur Verfügung stehen, also für die Amerikaner. Und da habe ich mal nachgeguckt, man kann das relativ schnell rausfinden, denn wir nehmen uns jetzt mal ein Beispiel hier am Yorktown Flugzeugträger. Dort sehen wir, die Enterprise haben wir versenkt und das Typschiff, die Yorktown, ist unavailable, dafür steht das U, also steht den Amerikanern nicht zur Verfügung. Somit haben sie nur noch die Hornet momentan, welche sie zu See schicken könnten. Das gleiche können wir auch hier bei den neuen Schiffstypen gucken, bei der Iowa und auch bei der Essex. Schauen wir jetzt erstmal bei der Iowa, bei dem Schlachtschifftyp. Und hier sehen wir, alle vier Schiffe stehen tatsächlich zur Verfügung und können von den Amerikanern eingesetzt werden. Und ja, erschütternderweise, muss man fast schon sagen, sehen wir dasselbe auch bei der Essex-Klasse. Hier sehen wir, alle Schiffe stehen zur Verfügung, ohne Ausnahme. Ja, das ist wirklich krass. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ein Kommentar hatte den Hinweis oder die Vermutung, dass diese Flugzeugträger vielleicht Geleitzugsunterstützung sind und dass wir ab jetzt in den Geleitzügen immer so einen Flugzeugträger mit auffinden werden. Ja, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Wäre eine Möglichkeit. Okay, der zweite Kommentar war mehr oder weniger ein Hinweis, den möchte ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen. Und zwar ging es darum, wenn wir ein Schiff in den Hafen entlassen, um es zu reparieren, werden wir die Punkte zurückbekommen, aber jetzt nicht mehr direkt nachdem wir das Schiff entlassen haben, sondern verspätet. Und das Ganze wird wohl zwei Tage später passieren. Ja, das ist ein unglaublich krasser Zeitansatz, wie ich finde. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich denke, wir werden uns jetzt hier im Verlauf der Kampagne an neue Situationen gewöhnen müssen und vor allem die Kommandopunkte deutlich weniger leichtfertig ausgeben, als wir das vorher getan haben. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zurück ins Spiel. Wie gesagt, wir haben die Kates momentan auf dem Rückflug. Ich würde ja fast mal sagen, dass wir eigentlich direkt die nächste Welle losschicken können. Wobei, das wird uns nicht viel bringen, weil wir müssen sie ja erst wieder hier finden. Die müssen erst wieder auftauchen, die feindlichen Schiffe. Na, dann gedulden wir uns und starten erstmal wieder in die 60-fache Geschwindigkeit. Hier unten haben wir noch nichts in Sicht. Ich hoffe, das wird jetzt bald mal passieren. Wie war das Wetter noch hier unten? Klar, hier ist keine Wolke am Himmel. Das sollte uns das Leben leicht machen. Und hier sehen wir, da ist ein Aufklärer. Ah, wir können die Flugzeuge aber noch nicht starten. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Da sind die Schiffe schon wieder aufgetaucht. Das heißt, wir können hier direkt mal die nächste Welle losschicken. Flugzeuge, Kates mit Torpedos, 12 Stück und ab dafür. Wunderbar. Ja, das war es eigentlich schon. Dann können wir die Zeit ein bisschen weiterlaufen lassen. So, Guadalcanal kann wieder Flugzeuge starten. Dann schicken wir zwei Zeros in die Luft, die sich hier um diesen Aufklärer kümmern sollen. So. Und die sind östlich von den Flugzeugen. Also dort. Dann würde ich sagen, ne, warte mal, östlich, süd, an jetzt östlich? Verdammt, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Ich glaube, ungefähr die Richtung war es. Das Wetter ist einigermaßen klar, vermutlich werden wir die relativ schnell aufklären. Ja, da hinten ist er. Und unsere Flugzeuge, er geht schon zum Angriff über, er nicht, das ist auch interessant. Dann hörst du mal auf, den Wegpunkten zu folgen hier.
Typ. Jetzt. Und Ziel auswählen und Angriff. Ich glaube zwar nicht, dass wir hier zwei Flugzeuge für diesen Aufklärer brauchen werden, aber der schießt auch schon. Moment mal, wir machen das mal selber. Siehst du, drehst nämlich mal in diese Richtung hier. So. Und jetzt muss man gucken, wo war der Feuerfrei-Button? Dort? Nee. Da. Okay, haben leider nicht getroffen. Das andere Flugzeug, holt das ihn vielleicht schon runter? Nee, leider nicht. So, und dann greif mal selbstständig an. Also diese selbstständigen Angriffe. Kann es sein, dass sie dann im Update da irgendwas mit der KI gemacht haben? Weil das funktionierte ja deutlich besser vorher. Zumindest habe ich irgendwie so das Gefühl. Das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon. Dass dieses Flugzeug oder dass diese Flugzeuge hier irgendwie... Ich meine, schaut euch das mal an. Ist ja jetzt nicht so, dass der Feind hier unglaublich viele krasse Manöver fliegt oder sowas. Die sind einfach zu blöde. Wir machen das jetzt nochmal selber. Vor allen Dingen musst du nochmal mit der... Ist der sogar getroffen worden? Ich glaub's ja nicht. Und Leute, also wirklich... So, und jetzt greif mal an hier. Jetzt hast du ja wirklich eine vernünftige Position. Ja, gerade das Flugzeug wurde jetzt schon getroffen. Also bitte. So, jetzt haben wir ihn. Mein Gott, das war ja schon wieder eine schwere Geburt, Leute. Meine Güte, noch eins. Aber wir haben ihn runtergeholt und das zählt. Dann können wir hier gleich wieder rausgehen. Ich glaube... Ich habe noch nie gesehen, wie ein Flugzeug auf Land aufschlägt. Schauen wir uns das mal an. Wahrscheinlich auch relativ unspektakulär sein, sage ich jetzt mal. Ja. Okay. Das war's schon. Flugzeug vernichtet. Keine eigenen Verluste. Wir können diese Gruppe wieder landen lassen. So. Und dann machen wir direkt mal weiter. Das Flugzeug, da müssen wir gleich den Kurs nochmal neu berechnen. Ja, ihr seht's. Ah, dauert jetzt aber. Verdammte Axt. Oh, er fliegt wieder zurück. Da brauchen wir eine Ablöse. Den schicken wir erstmal in den Vorbereich. Wunderbar, hat sich auch noch nichts verändert. Wir haben jetzt 9:30 Uhr, wir haben noch keine neue Supplies oder Treibstoffe bekommen. Dann mal weiter. Ach genau, das Flugzeug wollten wir neu machen. Ach, richtig. Mensch, Sammy. So, Portland Islands. Geht jetzt wieder, alles klar. Neue Flugzeugroute, die sollte hier unten lang führen. Machen wir es mal hier, hier und was haben wir? 505, dann bis hier hin. So, das Ganze, achso, nee, Moment. Wir wollten ja nochmal was anderes machen und zwar bis 575, sage ich jetzt mal. Und den Rest legst du dann nochmal nach hier. 505. So, und dann wieder zurück. Ja, da decken wir einen etwas größeren Bereich ab. Das ist doch in Ordnung. Okay.
Dann können wir hier gleich zum nächsten Angriff übergehen. Nochmal Pause. Nichts anderes. Oh, Leute. Was haben wir denn hier? Drei Schiffe, die auf uns zukommen. Drei Schiffe? Wir haben bei einem Konvoi zwei Zerstörer übrig gelassen. Das weiß ich. Aber drei Schiffe? Das finde ich jetzt interessant. Ja, was machen wir jetzt zuerst? Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier hin. 12 und 14 Torpedos haben wir noch übrig. Ja, gehen wir direkt mal in den taktischen Modus. Die sind noch schön weit entfernt. Das heißt, wir können noch gut irgendwo in Position gehen. Die sind hier noch nicht zu sehen. Okay. Was wir aber direkt machen müssen, ist zuerst einmal möchte ich die Gruppe auflösen. So. Du fährst einfach mal hier hin. Du fährst einfach mal hier hin. Mit 8 Knoten jeweils. So. Okay, und jetzt müssten dann gleich irgendwann mal Schiffe in Sicht kommen. Machen wir das einfach mal auf fünffache Geschwindigkeit. Was haben wir denn hier hinten? Ah, Leute, da haben wir noch einen Kreuzer. Ja, ich erinnere mich. Einen Kreuzer konnten wir ja gar nicht zerstören. So, jetzt muss der nur auf der Karte auftauchen, damit wir ungefähr wissen, wie der zu unseren U-Booten steht. Dort hinten ist er. Er kommt mehr oder minder genau auf uns zu und wir stehen jetzt so zu ihm. Okay, aber wir drehen uns auch noch, ne? Ja, da ist er. Alles klar. Tja, wo will der hin? Wir machen mal volle Fahrt zurück. Kurs abbrechen und du fährst mal hier hin. Und du machst auch volle Fahrt zurück. Abbrechen und du fährst nach hier hin. Er ist schon wieder verschwunden. Der wird aber gleich wieder auftauchen. Moment mal. Was macht ihr jetzt hier? Hä? Nein, Leute, volle Fahrt zurück. Die machen ja, was sie wollen. Dann müssen wir die selber steuern. So und so. Das müsste jetzt richtig sein. Nein, genau in die andere Richtung. So. Jetzt. Jetzt müsste das Boot gleich auch wieder auftauchen. Ja, da ist es. Es wird in dieser Mitte hier sein. Dann könnt ihr jetzt wieder gerade lenken. Und ihr bleibt ungefähr hier. Und ihr werdet euch, ich sag mal, ungefähr. Ja, I26 steht eigentlich schon ganz gut. So. I27 muss noch ein Stück weiter zurück. Ich glaube, da werden pro U-Boot auch zwei Torpedos reichen. Wir müssen jetzt hier nicht mit der Munition rumspielen. New Orleans, alles klar. Und stopp. Dann lassen wir den mal näher rankommen.
Wir haben jetzt schon eine Feuerleitlösung bei über 95%. Fantastisch. Ja, zwei Torpedos mit einem Grad Versatz. Und es ist tatsächlich auch nichts anderes in Sicht. Der hat uns wieder bis zu drei Schiffe angezeigt, aber tatsächlich war es nur ein Schiff. Das ist ja immer jetzt dieser ungefähre, die ungefähre Anzahl der Schiffe, die uns zu erwarten haben. Das stimmt jetzt nur noch in den seltensten Fällen. Ich würde sagen, wenn er... Ja... Wenn ungefähr in der Mitte dieser Kachel ist, dieses Planquadrats hier, dann werden wir die Torpedos abschießen oder loslassen. Okay, zuerst von... I-27. Ein Stück. So. Feuer. Und Feuer. Na, das war ein bisschen unglücklich jetzt. Die beiden werden zuerst kommen. Aber das Schiff ist ja auch schon stark angeschlagen. Heißt, kein Problem. Und soweit sind die Torpedos nicht auseinander. Das könnte definitiv auch mit diesen hier was werden. Aber momentan gehe ich tatsächlich noch davon aus, dass diese zwei Torpedos hier reichen. Warten wir es ab. Eins. Zwei. Sehr schön. Die anderen beiden sind noch auf dem Vormarsch. Er dreht sich etwas. Aber das könnte dennoch noch was werden. Ja, einer trifft. Und einer geht vorne durch. Schade. Aber drei Treffer, Leute. Das könnte reichen. Also da möchte ich jetzt nicht noch einen weiteren Torpedo drauf schießen, aber brauchen wir auch nicht. Dieser Kreuzer geht unter. Damit haben wir ein weiteres Schiff der New Orleans-Klasse versenkt. Jetzt weiß ich, dass wir schon einige versenkt haben. Lass uns doch mal gucken. Sieben haben sie insgesamt. Wir haben drei davon bisher nur. Ich hatte irgendwie mehr im Kopf. New Orleans, Astoria und die Vincennes. Okay. Ja, reicht doch. Wunderbar. Und jetzt schauen wir doch mal, wie viele Punkte wir für so einen neuen Kreuzer bekommen. 11. Okay, 11 Punkte. Ja, ist doch eigentlich fantastisch. Ja, ein weiteres Schiff, was sie nicht reparieren können. Sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt gucke ich nochmal, hat sich das vielleicht nochmal aktualisiert hier. Nach dem Gefecht, dass es jetzt vielleicht 4 sind. New Orleans. Ja, tatsächlich. Also nach den Gefechten aktualisiert sich das erst. Wir haben die Quincy jetzt noch versenkt. Das heißt, sie haben noch drei Schiffe der New Orleans-Klasse zur Verfügung. Sehr schön. Gut, dann machen wir hier oben weiter. Gehen wir hier in den taktischen Modus. Dort hinten sind sie. Und wir können halt gleich mal gucken, was haben wir denn hier eigentlich für Kreuzer? Das interessiert mich jetzt.
Ist das... Ja, das ist keine New Orleans. Beide nicht. Das sieht man sofort. Aber es sind trotzdem... Sind es beides dieselben? Nee, es sind nicht dieselben. Hier, der hat nur ein Geschütz hinten, der da hinten zwei. Schauen wir doch einfach mal, interessenhalber, was wir hier schon haben. Schwerer Kreuzer, leichter Kreuzer. Fangen wir hier an. Nein, nein, nein. Ist möglicherweise der hintere, aber der ist es nicht. Der hat vier Geschütze. Zwischen denen haben wir auch noch was. Zwei vorne, einen hinten. Wir haben die Startrampen, den schrägen Kran. Die Aufbauten passen auch. Das ist eine Northampton. Davon haben sie insgesamt sechs. Versenkt haben wir davon schon drei. Einer steht nicht zur Verfügung. Bleiben noch zwei dieser Klasse übrig. Sehr schön. Und als nächstes. Haben wir hier. Nein, nein, nein. Möglicherweise. Zwei Geschütze, die Rettungsboote. Hier haben wir diese Aufbaute. Hinten zwei. Ja, das könnte er sein. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Ja, das ist der. Ja, die Klasse meine ich natürlich. So, das ist die Pensacola. Davon haben sie zwei Stück. Einen haben wir schon versenkt. Das ist die Salt Lake City, Leute. Wenn wir den versenken, haben wir von dieser Klasse alles versenkt. Aber davon haben sie nur zwei. Ja, das ist doch Wahnsinn. Gut zu wissen, Leute. Aber ich wollte das jetzt nur mal wissen. Wir werden natürlich trotzdem hier jetzt mit den Frachtern erstmal weitermachen, weil die unser wichtigeres Ziel sind. Hier, diese Gruppe lösen wir auf. Break. Break. Du bleibst von mir aus da. Und ihr formt eine neue Gruppe. Das heißt, ihr. Fliegt mit denen hier hin. Also mal gucken. Na, passt nicht ganz. Dann machen wir es so. Dann treffen sie da zusammen. Und diese Gruppe, die fliegt hier unten hin. Dann kommt die Gruppe damit hin. Okay. Ja, zwei C3-Frachter werden wir uns hier wieder raussuchen. Und, oh Leute, der muss umdrehen. Den brauchen wir. Nein, Jake verlässt das Gebiet auf keinen Fall. Jake dreht wieder um. Jake fliegt auch ein bisschen schneller. Nein, das gibt's doch wohl nicht. Wir haben ihn doch wieder zurückfliegen lassen, Leute. Ach, das ist ärgerlich. Okay, diesmal haben wir also kein Ablenkungsmanöver. Ach, das ärgert mich jetzt. Dann ist der aber auch ganz schön weit hier oben gespawnt, dass der direkt da reingeflogen ist. Das ist wirklich ärgerlich. Verdammte Axt. Naja gut, lässt sich jetzt nicht ändern. So, ihr könnt dann auch schon mal runtergehen auf 500. Ihr geht auch runter auf 500. Und ihr dreht mal eure Kreise hier. So, ihr braucht noch einen Moment.
Sehr schön. Von dort aus fliegt ihr weiter nach hier. Das gilt auch für euch. Passt das? Also beide Gruppen? Ja. Sehr schön. Können wir die Zeit auch ein bisschen schneller laufen lassen? Ah, wir waren zu nah dran, Leute. Ändern Sie Ihren Kurs. Ja, tun Sie. Ach, verdammt. Das gibt's ja nicht. Gut, dann müssen wir gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Ihr geht schon mal runter auf 500. Und ihr geht runter auf 500. So. Und dann fliegt ihr... Ja. Ganz in Ruhe hier eure Kreise. So. So, und was machen wir dann mit euch? Das heißt, wo fahren die denn jetzt überhaupt alle hin? Diese drei Frachter fahren nach rechts. Die beiden Zerstörer. Ach nee, Quatsch. Ein Kreuzer und zwei Frachter fahren nach rechts. Ein Kreuzer, beide Zerstörer und zwei Frachter fahren nach links. Also ist das bessere Ziel eigentlich hier. Warten wir mal kurz ab, was genau für eine Richtung sie einschlagen. Ich glaube, wir müssen mal weiter nach hier unten fliegen. So. Und ihr... Was macht er denn? Er fährt fast weiter geradeaus. Ja, also wir, diesmal werden wir welche verlieren. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken drüber machen, dass das nicht so ist. Ich denke mal, die werden schon noch den hier angreifen. Die hier nehmen sich ihn vor. Werden wir uns aber mit der Zeit nochmal genauer angucken. Er dreht jetzt auch wieder nach rechts. Er dreht wieder ein bisschen nach links. Da fangen sie auf die schon an zu schießen. Wisst ihr was? Ich glaube, viel besser wird das gar nicht mehr bei denen hier. Die beiden hier, die fangen jetzt schon mal an und greifen an. Die 7 ist gerade in einer schönen Position für einen Angriff. Und ihr... Tja. Ihr fliegt nochmal nach hier unten hin. Dann drücken wir ihnen die Daumen, Leute, dass die jetzt hier nicht völlig auseinandergenommen werden. Wo ist denn die zweite Gruppe hier? Das heißt, wir haben alle 6 Flugzeuge sehr nah beieinander. Oder sehr nah, relativ nah. Die zweite Gruppe ist dort hinten. Die 6 wäre jetzt vielleicht ein schönes Ziel. Die 6 wird auch gerade sehr langsam. Wisst ihr was, dann machen wir das auch. Ihr geht auf die 6. Und Angriff. Er ist unser Ziel. Torpedos sind im Wasser. Jetzt würde ich diese Gruppe hier... Break, Seize, volle Möhre drehen lassen. Und das machen wir auch mit dieser Gruppe. Break, Seize, aber in die andere Richtung. Volle Möhre drehen lassen. So,
geradeaus. Dann brauchen wir uns da keine Gedanken mehr drum machen. Und hier von hier an auch geradeaus. Dann. Da ist die andere Gruppe. Da haben wir schon einen verloren. Torpedos sind alle im Wasser. So, hier müssen wir jetzt auch nochmal kurz ran. Seas, ihr fliegt auf keinen Fall nach links, ihr fliegt nach rechts. Und ihr... Ja, Torpedos sind los. Rake, Seas, auch volles Met nach rechts. Da haben die ersten zwei getroffen. Wir lenken noch schnell gerade und dann schauen wir uns das an. So. Und jetzt gucken wir mal. Ah, ein Blindgänger. Aber zwei haben auch getroffen. Das heißt, wir haben hier vier Treffer. Vier Treffer auf diesem Frachter. Und das hier sieht auch sehr gut aus, Leute. Die sechs wurde auch von vier Torpedos getroffen. Und wir haben zwei Kates verloren, Leute. Die 7 geht schon mal unter. Fantastisch. Und jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Wir wollen hier natürlich auch gucken, was wir hier haben. C3. Und auch hier C3. Ja, wunderbar, Leute. Der geht auch unter. Fantastisch. Wir haben noch ein Torpedo im Wasser. Der wird hier an allem vorbeirauschen. Was haben wir denn hier? Wir haben noch ein Torpedo im Wasser. Wird der möglicherweise leichte Schäden hier an dem verursachen? Na, nee. Dafür ist der Kreuzer zu langsam. Der wird vorne durchgehen. Leider nicht. Leider nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben zwei weitere Frachter versenkt und haben zwei Flugzeuge verloren. Ich denke, letztes Mal lief es zwar deutlich besser, aber das heißt nicht, dass es dieses Mal schlecht lief. Ganz im Gegenteil. Ich denke, das ist immer noch eine sehr, sehr gute Messlatte. Zwei Flugzeuge für zwei Frachter. Könnte auf jeden Fall schlechter laufen. Jetzt werden wir aber auch die Luftangriffe erstmal einstellen. Denn wenn wir die anderen beiden Frachter jetzt auch noch verlieren, zerstören würden, dann würden diese Kriegsschiffe vermutlich umdrehen und irgendwo anders hinfahren. Weil ich die Kriegsschiffe auch versenken möchte, vielleicht diesmal sogar mit den Zerstörern, werden wir die jetzt erstmal ein Stück weiter ziehen lassen. Und zu gegebenen Zeit wird sie ein weiterer Angriff weiter verletzen. Okay, 10 Kommandopunkte. Wunderbar. Ja, Leute. Eine wirklich schöne Folge. Ich glaube, wir haben dem Feind wieder schöne Verluste zugefügt. Ein Kreuzer und zwei Frachter wurden versenkt. Wir haben insgesamt schon wieder 73 Kommandopunkte. Das kann sich schon wieder sehen lassen. Da könnten wir in der nächsten Folge mal gucken, was wir uns als nächstes eventuell mal leisten möchten. Und ja, wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.